Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Ninja Kid. Ninja Kid am NES. Ja, für alle, die neu mit dabei sind, gleich mal abonnieren, damit ihr kein NES-Game versäumt. Und wir legen auch schon los. Ninja Kid, ja, richtig übel das Game, richtig übel. Es ist schon jetzt die fünfte Aufnahme oder so, die ich hier mache. Und ich komme mit diesem Spiel einfach nicht zurecht. Ich selten ein Spiel so gehatet wie das hier. Also man kann hier links und rechts gehen, wie ihr seht, das Maxl, aber rauf und runter, nein, wir rauf und runter. Da haben wir keine Animation, die sparen wir uns einfach. Ja, wer braucht denn so etwas? Gut, wir gehen gleich mal da in den Dungeon rein. Die Levels generieren sich irgendwie selbst. Ja, mag man gut finden oder auch nicht. Ich finde es eher nicht so gut. Ich weiß auch nicht, wie man in ein neues Level kommt. Diese Information ist mir leider verwehrt geblieben. Ich mache hier gleich mal ein Reset und wir schauen uns das an. Jetzt schaut das Level schon wieder anders aus. Interessantes Feature, aber es macht einfach die Levels halt einfach nicht besser. Es macht die Levels nicht besser. Nö. Gut. Und die Levels erscheinen auch irgendwie zufällig, kommt mir vor. Ja. Und der Ninja hat mich schon abgeschossen. Ja, das ist ja auch so etwas, was ich immer mag. Schaut mal, man geht nach rechts und man sieht eigentlich viel zu wenig nach rechts. Und wenn man nach links geht, das gleiche nach links. Die Kamera geht mit und man sieht eigentlich viel zu wenig. Häufiger Fehler bei NES-Games, beim Game-Design, aber ja, hat er natürlich hier. Fehler-Check hier. Ja, ganz davon abgesehen, ihr seht schon, das Spiel ist nicht gerade leicht. Zugegebenermaßen, ich bin jetzt auch ein bisschen abgelenkt. Ganz so schwer ist es auch wieder nicht, aber ja. Gut, sprechen wir mal über das Level-Design. Man kann hier unendlich nach links und rechts gehen, wenn man nicht gerade weggebrezelt wird von so einem Gut. ihr seht schon, ich mag dieses Spiel nicht. Es tut mir leid, wenn ihr volle Fans davon seid. Ich weiß, es gibt Fans da draußen. Oder angeblich soll es die geben. Ich kenne keine. Persönlich. Könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch traut. Ich bin ein Ninja Kid Fan und stehe dazu. Ich hasse Ninja Kid und stehe dazu. Okay, jetzt fliegt er von oben, klumpert auf mich runter. Ich weiß nicht, was es da sein soll, warum überhaupt und wieso. Ich möchte eigentlich nur ins nächste Level kommen, aber es taucht einfach nicht auf, das nächste Level. Ich weiß auch nicht, wie ich das beeinflussen kann. Sind es die Punkte? Sind es Punkte? Ist es irgendwas anderes? Keinen Plan, wie ich hier weiterkomme. Es ist auf jeden Fall nicht durch links und rechts gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, je weiter ich dann nach rechts gehe, das bringt gar nichts. Null. Ich würde eigentlich gerne aus diesem Level wieder mal rauskommen, aber vielleicht muss ich den Raben da zerstören? Nein, auch nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, wie man da wieder rauskommt aus diesem Level. Es ist ja auch überhaupt nicht notwendig, das zu kommunizieren. Entwickler haben sich gedacht, einfach nimm es, stirb. Gut, machen wir hier nochmal einen Reset. Gut, ich habe sogar schon einmal bis zum ersten Endboss gespielt. Und der war auch zart. bin einfach links in die Ecke gegangen, habe drauf geschossen, was das Zeug hält, mir aber platt. War wenig spannend. Jetzt habe ich ein bisschen zu spät gesprungen. Macht es natürlich auch nicht besser. Und da, egal was ich mache, hüpfen oder ducken, nein, ducken hätte ich müssen. Mit ducken wäre ich weitergekommen. Ducken. Ich rush jetzt immer voll nach rechts, vielleicht bringt es irgendwas. Ich rasche volle Kanne nach rechts. Wird sehen, wie weit ich da komme. Ich hoffe nur, ich vergesse es nicht, mich einmal zu ducken. Das kann leicht passieren. Was ist das für ein Mist hier? Ich will es einsammeln. Gut, hat jede Menge Punkte gebracht, aber sonst nichts. Ich weiß auch nicht, wofür ich die Punkte brauche. Kann ich mir damit irgendwas kaufen? Keinen Plan. Come on! Ach Gott. Grr. Ninja Kid. Gut, nochmal, weil es so schön ist.
Gehen wir mal da rein, so da. Aha, ein neues Level, ein neues Glück. Okay, wir rushen da mal voll durch, in der Hoffnung, dass wir da irgendwann mal einen Ausgang finden. Man muss nur den Ausgang finden, dann ist das Level komplett. Boah. Aber ich weiß nicht, wann der Ausgang auftaucht. Also das hat für mich irgendwie nicht viel Logik gehabt. Jetzt ist das sicher schon weg. Nein, nicht einmal. Ich kann es nicht nehmen, Leute. Seht ihr das? Ah, jetzt hat es funktioniert. Ja, einen gescheiten Collider programmieren ist ja auch schwierig. Und überhaupt nicht wichtig. Ja, schaut ihr, jetzt ist es einfach aufgetaucht, das Exit. Niemand weiß wieso. Aha, und jetzt gibt es hier einen Endgegner. Das freut mich, dass das passiert. Dann kann ich euch wenigstens das zeigen. Das ist ein Highlight von dem Spiel. Und da hüpft einer direkt auf meinen Kopf runter. Juhu. Gut, nochmal. So, da muss ich aufpassen, dass mir der nicht wieder auf den Kopf hüpft. Und er hüpft mir wieder auf den Kopf. Top-Level-Design. Wahnsinn. Gib dem Mann bitte einen Stein am Kopf. komm schon. Monster weg. Gut. Hüpfen wir darauf. Und wenn ich den wegbrezel, kommt immer wieder ein neuer. Deswegen brezel ich den jetzt einfach nicht weg. Dann kommt auch kein neuer. Da oben ist der Endboss. Den haue ich dann einfach was ins Auge. Oder? Was ist da los? Nö. Ah, jetzt ist das Auge da. Sehr gut. Auge, mach auf. Komm schon. Mach das Auge auf. Es ist super spannend, oder? Ich warte, bis er das Auge aufmacht und er killt mich. Juhu. Top, top. Top, geilo. So, nochmal rauf. Ah, ja, ich versuche normal über das Spiel nicht so zu haten, aber das packe ich echt überhaupt nicht. Also, weil es so viel verschenktes Potenzial ist. Man hätte so viel machen draus können. Aber es ist einfach alles schlecht. Das Gameplay ist richtig mies. Die Steuerung ist... Eigentlich ist die Steuerung auch nicht... Oh, ich hab doch geschossen. Gut, nochmal, nochmal, weil es so schön ist. Juhu. Und er lächelt immer dabei. Das gefällt mir auch. Ah, gut. Jetzt kommt er runter. Und der kann natürlich auf mich runterspringen. Okay. Schnell, wirklich schnell in die Mitte. Ja, das ist eine gute Strategie. Aber den Abschießen war natürlich dumm, weil jetzt respawnt er. Gut, ich hüpfe darauf und hoffe, dass sich das blöde Auge öffnet. Das blöde Auge soll sich öffnen. Ja, geschafft. Spannend, oder? Einmal das Auge treffen, das war's. Richtig, richtig einfallsreich. Lebensanzeige, sparen wir uns, brauchen wir nicht. Gameplay. Ah, was für Luschen. Wir brauchten schon Gameplay heutzutage. So, gut. Weiter geht's ins nächste. Ins nächste. So, 8 Minuten spiele ich jetzt den Schmorn schon. Und das ist auch wieder so ein tolles Level. Es ist immer das identische Spiel mit anderem Hintergrund. Es ist wirklich so überhaupt nicht spannend. Es gibt übrigens auch Unterwasserwelten. Da schwimmt man mit einem Fisch. Ist auch nicht besser. Ich freue mich einfach, man wartet einfach nur, bis das Exit kommt und hofft, dass man da bis dahin nicht tot ist. So wie ich jetzt. Gut, nochmal reingehen da. Come on! Wegbrezeln, wegbrezeln, weg! Jetzt duckt er sich wieder statt zu hüpfen. Gut. Nochmal, nochmal, nochmal. Wegbrezeln, 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 ducken. Und so, richtig schnell durch. Richtig schnell durch ist die Devise. So, da immer rechtzeitig ducken, wenn was kommt. Ja. Ich habe mich doch eh geduckt. Ach, ja, normalerweise kann ich mich zurückhalten, aber warum sollte ich? Weil, ach, kann man einfach dazu stehen, wenn man einem mal was nicht gefällt, oder? Aber es ist halt auch schwer. Jetzt habe ich Ninja Gaiden 1, 2, 3 gespielt und nach den drei Teilen spiele ich das hier. Ist einfach so ein abartiger Abstieg. Man will ja gar nicht glauben, dass das überhaupt auf der gleichen Konsole existiert wie Ninja Gaiden 3. Man will es nicht glauben. Also ich will es nicht glauben. Ist einfach zu schade. Aber ich habe gesehen, es gibt Leute im Netz, die feiern das Game. Warum auch immer. Es gibt ja Leute, die feiern echt alles, aber bei dem verstehe ich es nicht. Das ist einfach so random irgendwas. Es wiederholt sich einfach random, dass das nach rechts gehen und
war das damals innovativ? Ich glaube nicht. Ich möchte da einfach nur noch ein Stückchen. Ich möchte einfach nur einen Exit haben. Wieso kriege ich einfach kein Exit? Und womit hängt es zusammen, dass ich kein Exit kriege? Kann ich da irgendwas machen? Grabstein? No. Nope. Tot. Tot. Gut, ich lasse es, Leute. Ich lasse es. Ich habe schon so einen Hals. So einen Hals von dem Spiel. Ich habe den Controller weggelegt. Es interessiert mich nicht mehr. Es interessiert mich nicht mehr. Leute, ich verlinke euch noch was Besseres, dass ihr zuschauen könnt. Ich verlinke euch Ninja Gaiden. Ninja Gaiden 1, wenn ihr das noch nicht kennt. Oder auch wenn ihr es kennt, schaut euch Ninja Gaiden an. Ist ein gutes Spiel. Und ja nicht Ninja Kid einlegen. Tut es nicht. Schade um die Zeit. Ciao, ciao, Leute.